Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge GTA, sage ich schon. Mafia 2 spielen wir, die Definitive Edition. Und wir haben jetzt noch bei The Betrayal of Jimmy zwei Missionen offen. Ich würde sagen, wir fangen mal mit der da an, weil die ist einfach näher dran. So, und dann hoffen wir mal, dass wir dann gleich von den Cops nicht sofort... Na super. Das heißt, wir müssen uns direkt erstmal wieder wegmachen. So, komm, verschwinden wir. Natürlich wurde das wieder erkannt. So, weg, weg, weg. Jawohl. So. Dann sind wir auch schon da. Ich würde sagen, das Auto. So, das entsorgen wir mal hier. Nach dem Kennzeichen wird nämlich gefahndet. Deswegen ist das Auto für uns nur mittlerweile relativ nutzlos. So. Mission ansehen. Nimm eine Wagenhändlermission an, wenn du Geld brauchst. Na gut. Nehmen wir die an. Ja. So, stiehl den Culver Empire und bring ihn zur Garage. Wo müssen wir da ganz hin? Da oben müssen wir hin. Okay, das heißt, wir organisieren uns dann mal eben schnell ein anderes Auto. So. Hey Kumpel, aussteigen. Genau, nehmen wir dich. Na komm, steig. Ist halt auch nicht automatisch einsteigt, das verstehe ich halt auch nicht. So. Okay. Ich hoffe jetzt mal, dass er uns nicht erkennt, wo wir hier vorbeifahren. Nein, gut. Aber wir als Personen werden natürlich auch immer noch gesucht. So. Das Auto kennt uns hoffentlich auch nicht. Okay, sehr gut. So. Ich glaube, keine Aufmerksamkeit erregen. Fast. Also, keine Aufmerksamkeit erregen. Das brauchen wir jetzt nicht. So. Okay. Müssen wir eigentlich auch gleich schon da sein? Schnappen wir uns das Gefährt. Lalalala. So. Na, wo steht denn der jetzt? Okay, schön geleitet hast du uns. Wo hier unten müssen wir eigentlich da hinkommen, oder? Auch wenn es jetzt eine Einbahnstraße ist, aber... Gucken wir einfach mal, wo wir hier rauskommen, oder kommen wir dann da auf dem Highway? Das kann natürlich auch sein. Ja, wir kommen dann tatsächlich dahin. Gut, jetzt müssen wir uns einen anderen Weg suchen. Das heißt, das natürlich, ne, da kommen wir schon mal nicht darüber. Okay, ich hatte eigentlich gehofft, dass wir da irgendwie von hinten dann rankommen, aber nein. Wir müssen dann irgendwie auf das Grundstück kommen und wir müssen uns halt auch beeilen, weil die Zeit wird halt auch irgendwann knapp. Können wir hier durchfahren? Ja, können wir. Sieh an. So, man hätte sich auch einfach machen können. So. Jawohl. So, dann knacken wir mal das Schloss. Zack, zack und zack. So. Haben wir dich. Achso, der Wagen ist voller Sprengstoff. War ganz toll. Wer auch immer sich das jetzt schon wieder hat einfallen lassen. Oh Mann. So. Ist jetzt natürlich blöd, dass wir dann doch ein bisschen Zeit verplempert haben. Wäre halt auch schön, wenn wir irgendwo eine Anzeige hätten, wo man drauf sehen kann, wann er denn quasi explosionsgefährdet ist. Junge, ich hab grün. Ich meine, jetzt fahren die auch noch vor uns. Hoffe ich mal, dass sie uns dann nicht irgendwie spontan auf einmal erkennen. Deswegen schauen wir mal, dass wir auch ein bisschen einen Abstand halten. Das ist aber auch blöd, wenn wir jetzt hier irgendwie hinterher tuckern müssen. Ich hoffe, die biegen nach... Ne, wir müssen ja nach rechts. Müssen wir überhaupt ganz hin? Oh fuck.
befürchte glatt, das schaffen wir in der Zeit nicht mehr. Fuck, ich hätte gedacht, dass wir einfach da vorne direkt wieder hin müssen. Scheiße. Mal gucken wir mal. Gucken wir mal. Aber nee, das... Ich glaube, in der Zeit wird das nichts mehr. Also, ja, er tickt jetzt schon. Ah, da muss er wirklich richtig fix sein. Damit du die Mission noch schaffst. Ja, guck mal, jetzt müssen wir erstmal noch ins andere Viertel fahren. Das haut nicht hin. Das haut nicht hin. Du hast den Job nicht rechtzeitig erledigt, ja. Ja, ich weiß. Okay, dann nochmal. So, hallo, genau, Mission ansehen, jawohl, hab. So, das heißt, wir wissen ja jetzt aber wenigstens, was wir tun müssen. Brauchen dann nur eben ein... Raus aus der Karre, Freundchen. Genau, raus aus der Karre, danke. Fuck. Fuck, eine Fresse steigt halt auch ein. Normaler Körperbau. So, aus dem Weg. Okay. Nehmen wir diesmal eine kleine Abkürzung, dann verschwinden einfach von hier. Ich hoffe zumindest, dass es eine Abkürzung ist. Und uns auch irgendwie die Bullen vom Hals hält. So. Ja, wobei die eigentlich sogar ganz gut dranbleiben. Sehen wir uns denn jetzt schon wieder? Komm, 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 fahr, fahr, fahr. Wo auch immer die da jetzt gerade reingefahren sind, aber gut. So, super. Nach dem Nummernschild suchen sie jetzt natürlich auch. Ja, komm, einfach vorbei, 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 vorbei. So. Ja, die Karre, die stellen wir dann jetzt eh gleich wieder ab. So, weg, weg. Okay. So, und da sind wir schon. Dann jetzt sofort rüber. Schloss knacken. Ja, hatten wir schon. Ja. Ja. Und dann nochmal. Rein und los geht's. Komm. Auf geht's, auf geht's. So. Nicht viel Zeit. Ja. Ich muss jetzt hier nicht lange rumfummeln, wo wir jetzt komplett langfahren. Ist, glaube ich, egal. So, hier vorbei. Und los geht's. Gut, wir haben Sprengstoff geladen. Das heißt, wenn sie irgendwie auf uns schießen oder so, dann wird schwierig. Ach, guck mal, jetzt hat er uns, jetzt leitet er uns hier lang. Ach, guck mal, jetzt leitet er uns auf die Schnellstraße. Das geht vermutlich auch schneller. Blöd ist jetzt halt nur, dass natürlich auch die Cops da wieder unterwegs sind. Aber egal, das riskieren wir jetzt einfach mal. So, verschwinde. So. Wir haben jetzt hier nicht die Zeit, da irgendwie rumzuhampeln wegen irgendwas. Scheiße, ja, ein paar Punkte sammeln für die Geschwindigkeit. Auf geht's. Hoffnung, dass wir uns nicht selber in die Luft jagen. Schauen wir mal. Ja, wir sind hoffentlich auf einem relativ guten Weg. Ja, wir geben einfach so viel Gas, wie wir können. Der Verdächtige ist um die 1,80. Ah. Normaler Körperbau. Ja, ja, genau. Schießt sofort auf mich. Ist kein Problem. Ist kein Problem. Hey, wir sind amerikanische Cops. Lass uns einfach sofort auf jeden schießen. Gerade dann, wenn man ihn so gut erkennen kann. So, müssen wir hier runter. Vorsichtig. Also jetzt kennt er halt auch das Kennzeichen. Ganz toll. Ganz, ganz toll. Aber wir sind auf einem guten Weg, hoffe ich. Schauen.
Ja, so Gruppen 8 haben wir jetzt noch von der Zeit. Das ist nicht viel Zeit, muss man auch mal ganz ehrlich sagen. So, aber mehr als Vollgas fahren können wir dann halt auch nicht. Oh, es tickt schon, es tickt. Ja, ja, mach dir Mann, mach dir Mann. Komm, 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 komm. Ja, in Garage parken, ist okay. Also gerade so noch geschafft. Gerade so noch geschafft. Ja, die Sterne haben wir jetzt immer noch an uns dran. Okay, steig ein da. Ah, nee, den wollen wir nicht. Den wollen wir nach dem wird schon gesucht. Das heißt, wir nehmen uns einfach irgendeinen von denen hier. Komm, nehmen wir mal den grünen. So, und dann haben wir noch eine Mission offen, oder? So, gucke mal. Sehr schön. So, den vermisst dann sicherlich auch keiner. Alles Paletti. So, wo müssen wir hin? Gucke mal, da oben dann. Deswegen super ausgesuchte Mission, würde ich sagen. So. Schauen wir mal, was die letzte sein wird. Wenn das auch tatsächlich schon die letzte war. Aber es hieß ja, es werden uns alle Missionen auf dem Radar angezeigt. Oder Quatsch, auf dem Radar, auf der Karte halt. Dann gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass es wirklich nur die paar Missionen sind. Und wir dann schon durch sind mit dem DLC. Obwohl, das ist auch nur das erste von drei. Ich glaube, die anderen beiden werden noch mal ein bisschen länger. Jimmy's Vendetta und Joe's Adventures kommen dann noch. Mal schauen, wie die anderen dann so sind. Weil für die gibt es dann tatsächlich auch eigene Trophäen und so weiter. Die gibt es für dieses DLC nicht. Interessanterweise. So, schauen wir mal, ob es das dann tatsächlich schon war. Ich kann es mir sogar vorstellen. So. Gucken wir mal. Da ist die Mission. So. So, Mission ansehen. Schlechter Diener. Zerstöre alle markierten Wagen. Okay. Dann machen wir das. Diese zwei Stück. So, komm. Direkt losfahren. Nicht viel Zeit vertun. Guck mal. Ah, ne. Da sind zwei anscheinend. Die hier stehen. Okay. So. Wir werden garantiert auch wieder die Bullen auf uns ziehen. Aber das ist ja so gesehen egal. So, gucken wir mal. Die beiden da, genau. So, und wie genau gibt es da irgendwelche speziellen Wege? Wir könnten ja. Ja, vermutlich müssen wir. Genau, schießen wir einfach raus. Na. Ja, ja. Ist okay. Wie viele von euch sind das hier? Jawohl. Es sind einige. Du konntest die Mission nicht ausführen, ja. Das wird sportlich. Du musst nochmal die Bombers für mich bearbeiten. Aha, okay. Okay, die Karren verschrotten. Ja, da wären halt irgendwie Mollys oder so natürlich ganz praktisch. Muss man ja mal sagen. Da wäre auch die Frage, ob wir vielleicht die Autos irgendwie, wenn wir die da ins Wasser reinfahren, würde das funktionieren? Das wäre jetzt halt relativ interessant zu wissen. So, und hier wäre natürlich auch wieder relativ interessant zu wissen, wer von denen jetzt quasi ein Gegner ist. Wir probieren es jetzt hier einfach mal. Ach guck mal, wir können gar nicht erst einsteigen. Na gut. Ja. Wie wir die Wagen schrotten können. Ja, komm, komm, komm.
komm. Na komm. Na noch. Okay. Okay. Das heißt, aber wir müssen da mal gucken, ob da irgendwie ein Tank ist. Ob man den da irgendwie sehen kann. Aber anscheinend. Anscheinend. Und dann bloß nicht so nah dran stehen. So, gucken wir gleich nochmal. Dass es dieses Mal vielleicht hin hat. So. So, hier rüber. So. Da, okay. Schauen wir gleich nochmal wegen dem Streifenwagen, dass der hoffentlich einfach vorbeifährt. Genau. Ja, muss erstmal gucken. So. Kann irgendwo da haben wir hingeschossen. Jawohl. Okay. Hab's gleich beide erledigt. Jetzt halt auf zum Laufen. Ja, komm. So. Komm, nehmen wir alles mit. Oder nehmen wir überhaupt irgendwas mit? Ich glaube nicht. Weil dann verschwinden wir jetzt einfach von hier. So, haben wir die schon mal erledigt. Gucke mal. Brauchen wir jetzt nur noch wieder ein Auto, dass wir uns ein bisschen schneller bewegen können. Ja, schauen wir mal, wo ist denn... Okay, das ist dann wieder direkt da oben, aber wir brauchen trotzdem ein Auto. Ich fürchte auch fast, dass das Auto, was wir eben hatten, einfach mit den anderen in die Luft gegangen ist. So, stopp. Raus aus der Karre, so. Freundchen. Genau, raus da. So, einsteigen. Oh nein, und auf geht's. Komm. Gib Gas. So, schauen wir mal, dass er uns dann nicht gleich erkennt. Jawohl. So, und dann werden wir mit den anderen Autos gleich einfach nochmal genau das gleiche machen. Dann müsste es eigentlich... Entschuldigung, hinhauen. Gucken wir mal, wo stehen die Autos? Da drin, hä? Ja, okay. Oder das Auto eher gesagt. Aber vermutlich gehören die alle dazu, oder? Natürlich. Der Mann so, ist tot. Komm. So. Ja. So, du noch. Ja, komm, ich will doch einfach nur das Auto hier zerstören. Von dir da hinten will ich doch gar nichts. Verschwinde doch einfach. Alter, gefährlich. Einsatz von Automatikwaffen genehmigt. Puh. Kollege am Boden, schießt! Das kann doch nicht sein, die Karre muss doch... Muss doch gleich mal hinüber sein, ha? Na komm. Komm. Oh, komm. Meine Güte, du wirst ja wohl... mal kaputt gehen. Oder hat das Ding da irgendwie keinen Tank?
Ja, komm. Ja, du kannst auch gleich direkt komplett nachladen. Na, endlich. So, erreiche die sichere Zone. So, komm. Der Verdächtige ist um die 1,80. Normaler Körperbau. Schauen wir mal, wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Gut. Also, auf. So, weg hier. Schauen wir mal, ob wir es überleben bis dahin. Ich hoffe jetzt einfach mal, ja. So, aber ich kann es natürlich nicht garantieren. Weil wenn die mit vollautomatischen Waffen auf uns schießen, ich glaube, dann sind wir schneller weg, als wir gucken können. So, halt. Ah. Komm, hinter. Mission beenden und speichern. Jawohl. 13.176 Punkte haben wir bekommen. Okay. So, dann sagt er weiter. Wir werden natürlich nach wie vor gesucht. Haben wir jetzt hier... Ah, sieh an, da haben wir dann jetzt wieder neue Missionen. Gut, okay, aber dann würde ich sagen, wir verschwinden jetzt erstmal von hier. Also, ich sehe mal zu, dass ich dann hier irgendwie... Warte mal, wir haben hier doch genau diese Unterschlüpfe. Würde ich sagen, begeben wir uns dahin. So, komm. Schau einschlagen, genau. Wir gehen jetzt mal zum Unterschlupf. Komm. Gib Gas. So. Ah, wo schickt er uns lang? Da unten schickt er uns lang. Okay, wir fahren jetzt einfach mal hier gerade durch. So. Mal, das geht auch. So, Hauptsache weg hier. Dass wir dann irgendwie in das Haus reinkommen. Und da vielleicht speichern und vielleicht umziehen oder so, dass wir dann auch mal ohne gleich wieder gesucht zu werden die nächste Mission annehmen können. Boah, das ist HP-technisch auch so ziemlich knapp, muss ich sagen. Komm, weg. Jawohl. So, weiter. Ja, das ist vermutlich Vitos Haus. Jawohl, das ist Vitos Haus. Na gut, komm, raus. Und rein in die Stube. Und ich hoffe, dass wir da irgendwie sicher sind. Tür öffnen. Ich muss die Bullen abschütteln. Nein, das gibt's doch nicht. Dass man erstmal die Cops abschütteln muss, bevor man da rein kann. Oh Mann. So, wie kann ich da? Ich kann gar nicht darüber. Okay, vielleicht heißt es dann einfach kämpfen. Ja. Ist okay. So. Dann hoffe ich, dass das... Na gut, welche Mission? Ich habe ja gar keine Mission. Ich habe gar keine Mission gerade gemacht. Aber gut, wo kommen wir wieder raus? Hier kommen wir wieder raus und nach uns wird immer noch gesucht. Gut, aber dann probieren wir es jetzt nochmal, ohne dass wir die Cops direkt dran haben. So, schauen wir mal, ob vielleicht dieses Mal ein bisschen besser hinhaut. Aber ich finde es irgendwie auch komisch, dass uns nicht sofort alle Missionen angezeigt werden, weil so stand es ja eigentlich... Um diesem einen Hinweis. Ja, natürlich müssen die jetzt ausgerechnet hier an uns vorbeifahren. Ja, und damit haben sie uns wieder. Die Irren. So, na gucken wir mal, ob wir vielleicht dieses Mal abschütteln können. Zack, vorbei. Ja, da bleiben die jetzt nämlich erstmal hängen. So, dann hier nochmal ein bisschen Gas und dann sind wir die jetzt auch los. So, dann stellen wir das Ding jetzt mal hier ab, ein bisschen vom Haus abgesetzt. So, und dann sehen wir mal zu, dass wir hier reinkommen. So, und rein da. Jawohl. Können wir uns denn hier irgendwie auch umziehen? Bestimmt, oder? Kleidung wechseln. Kleiderschrank ist leer, das heißt, wir müssen erstmal Kleidung besorgen. Was ist das hier? Speichern. Jawohl.
Speichern tun wir. Gut, Leute, dann sehen wir uns morgen in der nächsten Folge wieder. Schauen wir mal, was es hier dann sonst noch so gibt. Können wir das eigentlich sehen? Höhere Gewalt. Polizeidiebstahl. Ach, meine Güte. Asiatischer Zoll. Ja gut, also, ich habe schon mal gesagt, wir sehen uns dann morgen wieder. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und bis dann.